Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Wir machen uns auf die Suche mal nach Turin, den wir ja noch finden müssen. Und immer wieder Wölfe. Ach, immer wieder Wölfe. Die uns so gar nichts entgegensetzen können mehr. Und das ist alles so traurig. Ich möchte die Wölfe doch gar nicht killen. Ja. Was gibt's denn? Meine Herren. Jo, also manchmal sind hier schon nette Sachen drin. Das muss man sagen. Achso, ich guck mal eben auf die Karte. Turin ist da. Ja. Müsste ja dann eigentlich hier lang sein. Nee. Hat er sich mit denen angelegt? Eieieiei. Hier ist auch noch irgendwie... Ist noch irgendwie eine Quest auf der Karte. Aber wir suchen jetzt erstmal nach Turin. Sonst kommen wir hier in Probleme. Oh, wir haben Turin gefunden. Oder zumindest fürchte ich, was von ihm über ist. Ja, das ist sehr schön, dass die J-100 immer so einen Anlauf nehmen mit ihren Hämmern. Und uns nicht wirklich was tun können. Oh, das ist lästig. Das ist alles so lästig hier mit den Wölfen. Hört auf. Ihr seid lästig. Okay. Schattenprisma. War das jetzt der Wolf oder war das bei dem... Ja, schon. Okay, wir... Vertrag. Die Stiefel lassen wir ihm mal. Also einem Toten die Stiefel klauen. Nee. Das ist wie in den Taschen nach Kleingeld suchen und so. Gucken wir mal gerade, was das für ein Vertrag ist, der da so versiegelt ist. Eine offiziell wirkende Schriftrolle, die mit Siegelwachs... Ah, okay, wir nutzen sie mal. Und jetzt? Ja, da die Schriftrolle. Ah, jetzt haben wir den... Okay, dann gucken wir noch mal in den... Ich konnte mich jetzt an das überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich habe manche Sachen wirklich vergessen. Was vielleicht nicht schlecht ist, weil dann habe ich auch noch mal ein paar Überraschungen hier, weil ich ja doch die, bis zu diesem Punkt alles noch gespielt habe. Okay, was gucken wir mal hier. Der Besitzer dieser Urkunde ist beauftragt, in Lorcarane in den Feinlanden nach Artefakten antiker Herkunft zu suchen. Templer Julius Mavern. Okay. Das ist der Vertrag, den wir müssen jetzt einfach nur den... Ah, hier müssen wir die Chrysalien sammeln noch. Okay, das ist einfach nur da jetzt Jedda. Okay, dann sammeln wir doch auf dem Weg mal ein paar Chrysalien. Nehmen auch noch den Stein damit. Ich weiß nicht, ob ich diese... das hier will. Ach so, ich dachte, das wäre was zum Bannen. Okay. Das Licht der Wahrheit wollt sie bringen. Ein Dorf erretten aus der Not. Im Ziel ein Heilmittel zu finden. Mit allen dort vereint. Die Maid von Windemeer ihr Feind. Sie stellte sich der bösen Maid. Vor Zorn die Backen rot. Es bebte ihre Stimme. Hebt euren bösen Zauber auf. Sonst nimmt der Kampf nun seinen Lauf. Da müssen wir mal auch noch gucken. Ist das wieder so ein... Ach. Die Leanasch, die
Magie ist auch ein bisschen lästig hier. Hör auf mit deinem... Was auch immer du nach uns wirfst. Sehr schön, ja. Ja, 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 ja. Die Dolche sind echt gut. Ich wollte eigentlich das da looten. Okay, oder auch nicht. Die Beinpanzer, den lassen wir mal da. Oh, hier ist echt so viel zum Sammeln. So viel Pflanzen. Inklusive Chrysalien, die wir auch noch einsammeln müssen. Aber einfach so, die ganzen Pflanzen. Da. Ah, nein, die hasse ich. Die sind einfach ätzend. Die sind einfach ätzend. Irgendwie lag das Ding gerade am Boden und ich konnte es nicht... Ich konnte nicht das damit... Also ich habe es irgendwie nicht mit den Chakren getroffen. Sehr seltsam. Okay. Ja. Wir müssen ja noch dem einen Feien helfen mit seiner Ballade, die Blüte. Da bin ich mal sehr gespannt. An die erinnere ich mich nämlich auch nie mehr. Also ich habe sie gemacht, das weiß ich. Das war eine von den Quests, die ich auf jeden Fall gemacht habe damals. Kann ich den Schrein benutzen? Aber ich weiß nicht mehr, was passierte bei dieser Ballade. Eigentlich, nee, den Bären möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Die sollen mich in Ruhe lassen, die Bären. Ich möchte eigentlich Wildtiere ungern töten müssen. Ich mache das nur, weil es nicht anders geht, wenn sie mir in Quere kommen, aber oder sich nicht davon abbringen lassen, mich anzugreifen. Aber normalerweise kämpfe ich die eigentlich nicht. Schon gar nicht. Ich bin im Kampf. Okay, die Jotun, für die Jotun mache ich eine Ausnahme. Die sind keine Wildtiere. Okay. Jetzt habe ich das Gift wieder ausgeschaltet, aus Versehen. Ich weiß nicht, wieso mir das immer passiert. Wenn ich eigentlich was anderes machen will. Ernsthaft? Das hat jetzt gerade... zweimal aus Versehen diesen Sprung da gemacht. Dieses Schatten, diesen Schattenausfall irgendwas Gedönselschritt und habe dadurch leider so, okay, wir haben Samen gesammelt. Jetzt ist Ostwin direkt hier neben. Jetzt könnten wir natürlich erstmal zu Ostwin gehen und ihm mit der Blüte weiterhelfen, aber... Nein! Nein! Ich werde jetzt eine Quest zu Ende bringen. Wohl. Und ich sammle nochmal den Egelholzbaum. Deswegen kamen mir die Dinger so bekannt vor. Das ist eine ganz andere Pflanze eigentlich. So, wir machen uns jetzt nämlich erstmal zurück zu Jedda. Hieß sie Jedda? Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu ihr zurück und geben ihr das mit dem Vertrag und dann müssen wir ihr nämlich auch noch ein bisschen helfen. Aber Brunath haben wir ja jetzt auf der Karte markiert. Sollte also nicht ganz so problematisch sein. Die war irgendwo... War die da auf der Straße oder war die da oben? Die ist da oben. Die ist da oben auf der Brücke. Da war was. Nein. Hab ich
Ich habe mich letztes Mal schon drauf reingefallen. Jetzt laufen wir mal wieder hier bei dem J-Hund vorbei, aber ich meine, hier müssen wir eh hin noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich wollte nicht jetzt schon jeden J-Hund platt machen, der mir da in die Quere kommt. So, da ist er. So, Jedda. Charmantes Etwas. Ich kann glauben, dass Turin tot ist. Aber damit kann ich mich jetzt auch nicht beschäftigen. Danke, dass ihr mir diese Schriftrolle zurückgebracht habt. Ihr ahnt ja nicht, wie wichtig sie ist. Ja, doch, ich glaube schon. Erzähl mir mal was über Turin. Bitte, ich kann nicht. Ich muss klar denken. Ich muss in diesen Wäldern etwas erledigen. Anschließend, später, ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Das ist schwer, weil Turin ist tot. Okay, wir mussten da doch nicht mehr rein. Ich hatte in Erinnerung, dass wir irgendwie ihr helfen mussten. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Ja, Schnellreise nach Brunuat. Bitte, Brunuat. Helfen wir mal. Mit der Blüte. Ach so, und ich schalte mal die Quest aktiv, damit das... Ja. So, Ostuin. Ja, es ist halt wieder eine Quest in einem... in einer Höhle, in der merkwürdige Dinge vor sich gehen. Wie so ziemlich alle Quests, die mit Feien zu tun haben. Also, jetzt mal abgesehen von der Geschichte mit der Maid von Windermere, befinden wir uns immer sehr oft in irgendwelchen Höhlen, wenn es um irgendwelche Feinballaden geht. Es sind immer irgendwie seltsame Dinge. So, Schnucki, hier haben wir deine... Ja, von wegen Kind. Naja gut, vielleicht ist er ja älter als wir. Wir wissen ja nicht genau, wie alt wir sind, ne? Also. Die Chrysalen? Jede einzelne davon? Ihr seid ja ein zweiter Bruderill. Ich bereite meinen Teil vor, während ihr die Samen aussieht. Legt einen auf jeden Erdhügel hier. Seht ihr wo? Gut. Wo soll ich die Samen pflanzen? Ja, weil wir haben es ja schon wieder vergessen. Seht euch hier um. Entlang der Kante befinden sich Erdhügel für die Samen. Sät dort jeweils einen, damit ich anfangen kann. Okay, verlasst das tun mich wir. Und geht in Frieden, Kind. Ich frage mich ja, ob er mitbekommen hat, wer wir sind. Ob er das mit dem Haus der Balladen alles so mitbekommen hat. Ich fiel gerade auf, wir könnten ihn nämlich auf das Haus der Balladen ansprechen, aber wahrscheinlich hat er nur seinen Standard-Quest-Text. Ich weiß das gar nicht. Ich habe ja die Questreihe mit dem Haus der Balladen nie bis zum Ende durchgespielt gehabt vorher. Stellt euch jetzt auf die Plattform, damit wir beginnen können. Soll ich jetzt etwa... Ich habe aber noch nicht alles gepflanzt gehabt. Nein, ist es nicht. Ich hasse diese Kackelfen. Entschuldigung, aber ich hasse sie wirklich. Ah, nein, ich wollte nicht zwei Heiltränke nehmen. Ich wollte nur einen nehmen. Ah, okay, ich habe keinen Bock zu sterben wegen dieser doofen Elfen. Nini, ich möchte den. Ich möchte die einfach alle nach und nach mit ein bisschen. Okay, machen wir mal einen. Oh Gott. Ostuit ist ein bisschen seltsam. Würde ich sagen. Das Blöde ist, dass das ein Flammen-Champion ist, aber es war jetzt nicht so schlimm, okay. Ich weiß nicht, was so fabelhaft an dieser Sache gerade ist. Also, er ist wirklich seltsam. Ich finde das alles hier gerade nicht sehr großartig. Zum Glück. Bin ich ja nicht irgendwer.
sind immerhin die Bezwingerin der Witwe. Heldin von... Was? Weshalb bleibt ihr? Das ist aber nicht der Ablauf der Zeremonie. Ihr solltet euch den Elfen hingeben, so wie Boderil es immer getan hat. Aber seht sie euch an. Ihr habt sie alle getötet. Ja! Diese Blumen waren Elfen. Aber natürlich. Was sollten sie sonst sein? Ihre Blüte ist so wunderbar. Hätten sie überlebt, hätten sie sich über Täler und Hügel verbreitet. Ein buntes Flattern von Flügeln, Schwänzen und Krallen. Okay, machen wir mal. Was kann nicht in den Kreislauf? Das hatte ich nicht bedacht. Sterbliche werden mich auf ewig verwirren. Ihr seid nicht Boderil, also muss ich Zugeständnisse machen. Also schön. Ich hatte zwar etwas anderes erhofft, doch ihr könnt eben nur leisten, was das Schicksal euch zugesteht. Aber da Boderil nun fort sein sollte, müsst auch ihr gehen. Verlasst Brunoat. Vorher nehmt dies. Ein Geschenk der Blüte. Okay, danke schön. Eine Gemme der Kultivation. Ich muss erstmal looten. Sorry, Junge. Ich muss looten. Das geht nicht anders. War hier noch irgendwas? Irgendwo? Loot übersehen? Nee. Gucken wir mal eben. Ach du meine Güte, das sind mir eindeutig zu viele Elfen. Ach, Bargäste, okay. Ich könnte natürlich jetzt mal einmal alles durchsuchen, aber... Ich glaube nicht, dass hier drin ein Stein ist. Wenn das natürlich eine Möglichkeit wäre, dass hier so ein Dingens... das glaube ich aber nicht. Falls doch, muss ich halt hier irgendwann nochmal rein. Ich wollte eigentlich langsam mal Lorcarane den Rücken kehren können. Ich glaube, das war auch die letzte Quest hier. Bin mir nicht ganz sicher. Weil das hier ist... Die Wächterbrücke des Sternlager. Hey, das ist hier schon der Siede. Ist das auch schon der Siede? Gegenstände stehlen, ja. Glutstrunk besorgen. Wächte. Ja, das ist schon der Siede. Okay, da geht's. Hier unten war noch was nach uns. Falsch. Nach uns wer? Das kenne ich gar nicht. Ist das auf der Karte? Nö. Ich würde sagen, da müssen wir doch mal einen Ausflug hin machen. Was ist uns wer? Nee, Leute, ich möchte mich nicht mit euch beschäftigen. Wo komme ich denn da am besten? Okay. Gucken. Oder ist das... Ist das? Ist das hier uns wer? Das sieht ein bisschen so aus. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, hier schon gewesen zu sein, wegen irgendeiner Quest mal. Ja, ich möchte jetzt einfach nur das wissen, ob das... Ja, das ist uns wer. Uns wer. Keine Ahnung, ob wir hier vielleicht für irgendwas anderes sehen. Also kann sein, dass ich hier für irgendeine Quest schon mal hin musste. Oder dass es noch eine Quest gibt, für die man hier hin muss. Die wir aber im Augenblick... Ich will hier nicht... Nein, ich will nicht mit so vielen Jotun gleichzeitig kämpfen. Geht mal weg. Okay, damit haben wir uns wer, aber wir haben hier keine Quest, deswegen gehe ich mal wieder, ne?
Jungs, ihr könnt euch wieder beruhigen. Ich habe nicht vor, hier irgendwas gerade zu tun. Es sei denn, ich krieg noch eine Quest. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man von Jedda da reingeschickt wird. Aber vielleicht irre ich mich da jetzt auch. Oder es gibt noch eine andere Quest, die ich nicht habe. Von der aus ich dahin geschickt würde. Ich werde jetzt mal zur nach Formherberge zurückgehen. Ja, zur Herberge und von da müssten wir dann in den Siede. Gott, lauter Fragezeichen über den Köpfen. Aber irgendwas ist hier noch. Hab ich hier irgendwas nicht getan? Gerade. Nee. Ich könnte mal ein paar Sachen zerlegen. Das Zepter zum Beispiel. Okay. Das ist ein... Ah, das ist Raffinesse. Natürlich interessant mit drei Fassungen. Muss man schon sagen, manche von den Sachen sind, wenn man mit Fassungen was machen kann, schon gar nicht schlecht. Also, da kann man schon das ein oder andere mit tun. Ich weiß nicht. Schön, euch zu sehen. Da unten ist ein Questring. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ach, da. Ha, ha, ha. Tilts Sammlung. Oh Gott, ich habe ein Verbrechen begangen. Oh Gott, und jetzt mögen sie mich alle nicht mehr. Und ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht dran gedacht, dass das ja schlecht ist, das mitten am Tag zu tun. Ich guck mal gerade. Kann ich das laden? Ich habe was laden. Automatisch gespeichert. Das sollten wir vielleicht einmal kurz machen. Ich hoffe, dass das das Speichern ist, nachdem wir aus dem... Das war jetzt ein bisschen doof. Da habe ich irgendwie gepennt. Ja, das ist natürlich... Ja, wir werden jetzt nicht da reingehen und denen die Sachen klauen. Es ist ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof von mir. Ich habe das nicht getan und es ist nicht passiert und ja. Oh Gott, Akrobaten sind nervig. Weil die wirklich einen Dauerstun, wenn man nicht aufpasst. Normalerweise stehe ich ja zu meinen Entscheidungen, das wisst ihr auch, aber in dem Fall habe ich nicht drüber nachgedacht und es war eigentlich keine wirkliche Entscheidung. Das ist verschlossen, da kommen wir jetzt noch nicht rein. Das war... Er druckelt schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das hier ein Spiel, was so mega viel Grafik eigentlich fordert. Während die Gestaltgeberin die Ebenen mit Hügel und Weizen überzog und der Baumeister die Wüsten mit sorgfältiger, ruhiger Hand formte, stand der Dritte der Majestätischen in der irdenen Wiege und betrachtete den Glanz ihres Werks. Er war der Architekt und er trug einen Traum in sich, die Form des Wachstums. Eine von der Natur geschaffene Form, einen Ort des wilden Überflusses in vollkommener Harmonie. Okay. Das hier war auch so eine schöne Ecke. Da oben ist auch wieder ein Stein. Also ich fand dieses Gebiet hier so schön, diesen Wald. Und er sieht jetzt auch besser aus. Der Architekt noch, muss man rüstete sagen. Sich. Er nahm die Gaben der Erde und des Himmels als Werkzeuge. Er sonn Pläne der Herkunft, baute Planken für Holz und Stein. Er begann zu erschaffen,
Wasser floss durch den Siede, Leben entsprang dem Boden. Der Wolf und seine Antilope, der Bär und sein Fisch, alles das Werk des Architekten. Okay. Ich will nicht bannen, ich bin immer so schlecht im Bannen. So. War das das, wo wir hin mussten? Ich glaube, hier müssen wir hin, um die Hauptquest weiterzumachen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, doch nicht. War falsch. Ich gehe mal zurück. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich glaube, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ist so leicht verirrt. Gebietskarte. Ah, wir müssen hier nach links. Ich habe gedacht, das wäre schon hier vorne, aber es ist noch ein Stück weiter. Aber dann haben wir immerhin Rundamir auch schon entdeckt. Und auf der Karte... Oh nein, ich hasse Elfen. Ich hasse sie wirklich. Kleine Elfendrecker. Und wir sind im Kampf. Vielleicht werde ich sie los, wenn ich lang genug laufe. Kernyralim, ja, hier werden wir sie los. Hier kommen sie uns nicht hinterher. Jo. Das ist mal ein Baum, ne? Ich mach mal einen Screenshot. Ups, falsche Taste. Gut. Ich werde jetzt an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal einen Cut machen. Ist zwar noch ein bisschen vor der halben Stunde, die ich normalerweise mache, aber es bietet sich gerade so an. Ich möchte jetzt nicht total überziehen. Deswegen sag ich mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.